Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin eure Claudi von Soulart und ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Meine Lieben, heute möchte ich ein bisschen etwas Freies mit euch machen. Wir werden heute nur mit drei Farben arbeiten. Einmal mit Schwarz, einmal mit Weiß und einmal mit Gold. Lasst euch überraschen, starten wir rein ins Video. Ganz viel Spaß dabei. Okay, meine Lieben, legen wir los. Vor mir liegt eine ungrundierte Leinwand. Ich habe mir hier ein bisschen schwarze Basisfarbe vorbereitet und die gebe ich nun erst einmal in die oberen zwei Drittel meiner Leinwand. Und verstreiche diese mit einem Palettenmesser. Okay, soweit, so gut. Ihr könnt euch bestimmt noch an dieses Bild von mir erinnern. Das soll heute die Inspiration für mich sein. Allerdings, wie am Anfang des heutigen Videos erwähnt, möchte ich heute nur mit drei Farben arbeiten. Ich möchte heute ein bisschen zurückhaltendere Farben benutzen und möchte euch damit zeigen, wie schön es ist, in der Schwarz- und Weiß-Familie zu arbeiten. Jetzt ist es Zeit für Handschuhe, meine Lieben. Wie ihr gut erkannt habt, habe ich einen kleinen Streifen hier unten freigelassen. Das soll später meinen Boden symbolisieren. Und diesen fülle ich nun mit weißer Acrylfarbe aus und mische sie dann zeitgleich auch ein bisschen mit der schwarzen Farbe. Ich mache das hier ganz einfach mit meinem Finger. Durch das Mischen von Schwarz und Weiß bekomme ich diesen wunderschönen Grauton. Den lasse ich heute natürlich für mich arbeiten. Wunderbar, unsere Basis ist vorbereitet. Ich gehe einmal kurz mit dem Brenner drüber, entferne die wenigen Luftbläschen in meiner Basisfarbe. Und nun kommen wir auch schon zu unserer goldenen Farbe. Für all jene, die mich schon ein bisschen länger kennen, die wissen, ich liebe Gold und Schwarz in Kombination beim Acrylpuring. Solltest du neu auf meinem Channel sein, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir an dieser Stelle ein kostenloses Abo dalässt. Wenn du nichts mehr verpassen möchtest und du dich auch für Fluid Art, Acryl Puring in jeglicher Art und Weise interessierst, dann bist du hier bei mir genau richtig. Danke an dieser Stelle. Okay, zurück zu unserem Schatz. Wie in den meisten meiner Videos arbeite ich heute mit den Farben von Amsterdam, Titanium Weiß, Oxid Schwarz und Gold. Und nun beginne ich erst einmal meine Krone ein bisschen zu formen. Auch an dieser Stelle möchte ich ein klein bisschen Titaniumweiß einarbeiten. Wir brauchen nicht viel. Ich möchte schon, dass unsere Krone hauptsächlich gold leuchtet. Allerdings für ein paar helle Schatten empfiehlt es sich immer ganz gut, ein bisschen Weiß einzuarbeiten. Okay, ich denke, das reicht uns schon, meine Lieben. Nun ist es an der Zeit, uns unseren Föhn zu schnappen. Ich habe meinen hier und werde nun meine Krone einmal ausblasen.
Das ist wunderbar, genau so habe ich es mir vorgestellt. Es hat so einen leichten Marmor-Look, oder? Ich habe schon einige Videos hier auf meinem Kanal mit dieser Farbkombination. Ich finde, das ist einfach so elegant und so edel, oder? Ich liebe das. Okay, meine Lieben, nun ist es aber an der Zeit, uns noch die Finger ein bisschen schmutzig zu machen. Und zwar ist es jetzt an der Zeit, unseren Baumstamm zu formen. Dazu benutze ich ebenfalls Titanium Weiß und Gold von Amsterdam und beginne nun erst einmal mir einen kleinen Stamm zu zaubern. Okay, ihr Lieben, ich werde meinen Baumstamm mit meinen Fingern formen. Wenn ich dieses Gefühl allerdings unangenehm sein sollte, könnt ihr es entweder mit Handschuhen oder mit einem Palettenmesser machen. Funktioniert beides hervorragend. Also, ich beginne nun einmal, meinen Baumstamm zu formen. Okay, soweit, so gut, meine Lieben. Ich bin mit meinem Stamm zufrieden. Nun möchte ich noch ein bisschen mehr Glamour in unser Bild bringen. Ich habe hier ganz handelsüblichen Bastelglitzer und ich möchte nun in meine Baumkrone ganz leichte kleine Flocken einfließen lassen, einfach um das Gold noch ein bisschen mehr schimmern zu lassen. Glaubt mir, meine Lieben, das gibt einen super Effekt, sobald es getrocknet ist. Und nun habe ich mir überlegt, das sieht doch ein bisschen nach Nachthimmel aus, oder? Könnten wir doch noch ein paar vereinzelte kleine Sterne zaubern? Auch das ist ganz einfach, meine Lieben. Ich nehme mir hier ein ganz kleines bisschen von meiner flüssigen Titanium-Weiß-Farbe. Einen Pinsel, tippe vorsichtig in die Farbe und klopfe den erst einmal auf meiner Maloberfläche ab. Und gehe nun vorsichtig damit über meine Leinwand. Ich möchte es wirklich dezent halten, unsere Sterne. Einen Tipp kann ich euch noch geben, wenn ihr Sterne zaubert auf eurer schwarzen Basis, was übrigens immer toll aussieht, nehmt wirklich wenig Farbe auf euren Pinsel. Ihr könnt immer wieder ein bisschen nachgehen und klopft den wirklich vorher ab. Es ist immer blöd, wenn euch zu viel Farbe vom Pinsel tropft und ihr dann irgendwo weiße Punkte habt, die da eigentlich nicht hin sollten.
Okay, meine Lieben, ich bin vollends zufrieden. Ich liebe die Farbkombination. Kommt mal gerne ein Stück näher ran, dann kann ich euch gute Details zeigen. Also, ich finde, unser weißer Boden ist sehr gelungen. Ich liebe die Farbkombination zwischen Schwarz und Weiß. Die einzelnen Grautöne, die dabei rauskommen, finde ich, machen immer so viel her. Dann kommen wir zu unserem Stamm. Ihr könnt sehen, ich habe den ganz einfach mit den Fingern geformt. Das ist wirklich nicht schwierig. Und natürlich jetzt zu unserem Herzstück unseres Bilds, unsere Krone. Ich liebe den Effekt von Gold und Schwarz und Weiß. Ich kann mich nicht daran satt sehen. Ich weiß nicht, Leute, wie geht's euch dabei? Jetzt seid ihr wirklich gefragt. Ich blende euch hier nochmal die bunte Variante ein. Und jetzt würde ich mir wünschen, dass ihr mir wirklich in die Kommentare schreibt, ob ihr dieses Bild oder das bunte besser findet. Was ist so euer Typ? Mögt ihr es lieber farbenfroh oder mögt ihr es lieber ein bisschen zurückhaltend, ein bisschen eleganter? Mir ist es an dieser Stelle wichtig, dass ich euch mit meinen Videos glücklich machen kann, ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern kann oder euch eine Inspiration für eure Werke sein kann. Okay, meine Lieben, also, ich komme zum Ende. Wenn euch unser Bild genauso gut gefällt wie mir, dann zeigt es mir doch bitte unbedingt mit einem Daumen nach oben. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um nichts mehr von mir zu verpassen. Für heute bedanke ich mich ganz herzlich fürs Einschalten, meine Lieben. Macht's gut!